Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und euch frohe Weihnachten. Wir sind wieder auf der Silver Run unterwegs und mal in der Nacht. Aber keine Sorge, ihr werdet nicht die ganze Zeit, es wird nicht so finster sein. Wir haben noch mal ein bisschen Licht dazu gebaut, können wir uns jetzt alles leisten, unser Grundstück. Aber als erstes begrüße ich natürlich gerne die Senioren. Chris, Sascha, Sven und Nico sind da. Hallo. 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 Hallo und frohe Weihnachten. Genau, frohe Weihnachten. So, meine Lieben, wenn ihr jetzt nicht eure Geschenke habt, dann ist auch zu spät. Also, wenn es jetzt nicht durch, also, ja, ich muss sagen, wenn ihr die Geschenke für eure Lieben jetzt noch nicht habt, wenn ihr eure Geschenke könntet, sogar so einige sein, je nachdem, wann ihr Bescherung macht, dass ihr die schon habt, aber wenn ihr die Geschenke für eure Lieben noch nicht besorgt habt, dann ist jetzt auch durch. Aber ich ziehe mir davon nichts an. Ich habe euch in den letzten Wochen, Monaten in Streams und in Videos immer wieder darauf hingewiesen, der da durch ist, ne? Von daher, ich habe mir nichts vorzuwerfen. So. Ich sitze wieder hier im Häcksler. Ich finde den nämlich eigentlich ganz gut. Und würde jetzt mal schauen, dass wir hier die Bäume reinhäckseln. Und wir hatten noch überlegt, wir müssen auf jeden Fall als nächstes mit einer Produktion haben, ne? Aber da wir eigentlich nicht irgendeine brauchen. Ben? Ja. Weiß, dass du es gut meinst und mir die Bäume hier reinziehst. Ich hätte die aber gerne, wenn das irgendwie geht, im 90-Grad-Winkel hier zu dem Häcksler. Weißt du, ich meine so ungefähr, wie er jetzt liegt. Wenn die parallel dazu liegen, dann kann ich die nämlich nicht so gut hier reinfahren, reinziehen lassen. Oder? Kriegst du schon hin. Oh ja. Ich sehe übrigens gerade, ja, wenn das hier reinzieht, mein Bild ist viel groß. Ich hatte das für die Weihnachtsnummer gestern so groß gezogen. Mein Weihnachtsvideo. Aber. Groß. Machen wir es so. Ich würde eine Synchro ankündigen. Ja, immer rein, Nico. Liebe Zuschauer, wer von euch den Nico nicht kennt, ist irgendwie kein neuer, sondern der Nico ist ein ganz alter Hase, hat 19er ganz viel schon mitgespielt. Hast du denn irgendwas, ne, im 22er warst du noch gar nicht dabei, ne? Nein, noch gar nicht. So, aber im 19er... Ganz ja, viele Projekte. Ganz, ganz viele Projekte, ja. Eins der bekanntesten sicherlich damals die Ellerbach, ne? Ja, das war auch die schönste, fand ich. Ja, das war schon wirklich auch ein schönes Projekt, ja. Aber wir haben ja auch ganz viel gemacht mit Events und Community-Abende, Sachen gebaut für Events. Das stimmt, ja. Aber ich glaube, da können wir uns nicht, da müssen wir uns auch im Moment nicht verstecken. Wir machen schon sehr, sehr viel Zeug. Und auch immer wieder neues Zeug. Im Gegenteil, wir müssen uns eigentlich eher ein bisschen zurückhalten, was die ganzen Projekte angeht, dass wir es nicht übertreiben, als an Ideen hapert es nicht. Na dann. Ja, nicht wundern, die erste Sync wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Das kann sein, bis die Shader-Caches bei dir jetzt geladen sind, das ganze Gedöns, das dauert eine Zeit. Wo die Sync gerade relativ lange dauert. Oder bin ich hier gerade rausgeflogen? Nee, ne? Nee, nee. Glaube ich. Also. Ja. Die haben es doch nicht gefüttert. Ja, das ist das. Ich krieg den nicht da rumgezogen, weil der zu dick ist. Den müsstet ihr mir dann doch vielleicht mal hinten mit der Spitze rumschieben, ein bisschen. Ich versuche schon zu schieben, aber es geht irgendwie auch nicht. Ja, warte mal. Ja, hier liegen auch noch andere wohl. Ja, aber der hat so auch der brachial im Weg. Versuch den mal eben wegzuziehen. Jo. Wo ist er denn? Wo ist er denn?
Ja. Ja, ich habe jetzt gerade schon ganz Teil reingezogen. Kann den auch nicht anhängen. Naja, ist okay, lass mal. Pack den und zieh den jetzt so manuell ein Stück rüber. Wie der packen kann. Ach, jetzt. Jetzt habe ich noch gesagt, lass die erste ruhig dran. Jetzt wäre es gut, wenn ich die erste nicht dran hätte. Greife ich nämlich da daneben, das ist ja auch gut. haben wir denn für Nico gerade zu tun? Für Chris die Bäume irgendwie klein machen oder sowas und vernünftig. Ja, hinlegen geht ja nicht. Mehr Trecker haben wir nicht. Nee, ja, wir bräuchten was zum Rausziehen oder so irgendwas da. Ja. Oder was sonst, zum Rücken schon wieder. Ja, sonst müssen wir uns hier aufteilen. Ja, aber das, ganz ehrlich, wenn wir jetzt so viele sind, das wäre, ich glaube, das Geld hätten wir doch, oder? Wollen wir noch so ein Volvo nehmen oder wollen wir. Was, haben wir denn nichts im Shop? Oder wir müssen vielleicht doch vorspulen, dass wir den nächsten Tag haben. Ja, ein Tiertransporter aus dem Shop, den können wir nicht gut. Mario, versuch mal Stopp zu sagen, wenn der Baum dicht genug dran ist. Ja, Stopp, das, da komme ich dran. Dankeschön. Okay. Ja, Sascha, sonst guck du mal, was wir jetzt nicht sinnvoll brauchen können. Ja, wir wollten ja gucken, dass wir einen Vollernter kriegen, ne? Entweder das. Aber da brauchen wir noch ein bisschen was für. Ich weiß nicht, ob die Papierfabrik sinnvoll ist oder doch das Sägewerk. Ich glaube, wir sollten dann eher Richtung Sägewerk gehen. Das ist eigentlich Quatsch, dass wir, wenn wir dann die Papierfabrik jetzt anschaffen. Ach, guck mal, ich komme zwar an den Baum dran, aber ich kann den nicht packen, weil der hier vorne keine Kollision hat. Die Spitze. Okay. Dann drehe ich den Baum mal um. Ja, warte mal. Ich guck mal eben noch mal einmal. Ich bin jetzt in Maximallänge. Ich glaube, wir müssen Nico auch an die Hand nehmen. Ne? Der weiß ja überhaupt nicht, wie das hier funktioniert. Ach, da liegt auch noch ein anderer Baum oben drauf. Also deswegen fällt er durch. Na, den komme ich nicht das dran. Das mag durchaus angehen. Ich versuche den dann mal im. Ich nehme mal hier den kleinen so lange raus. Ne? So, Nico, jetzt sag mal ehrlich, das sieht doch hier schon professionell aus, oder? Wieso kann ich den nicht anhaken? Objekt zu schwer. Ah, 4 Tonnen, die kann er nicht ziehen, der Kleine, ne? Kleinen Taifun, ne? Die kriegt das nicht hin. Aber wieso kann ich die alle... Ja, Nico, das war ein Willkommensgeschenk, eine kleine Baumblume. Den darfst du gerne anheben und in den Hexer reinschmeißen, ne? Und dann gucke ich mal, ob ich den anderen hier kriege. Ja, den musst du, das ist leider ein kleines Problem bei dem Häcksler, musst du direkt in die Walze reinschmeißen. Der darf nicht vorne auf das Band, sondern der muss direkt hinten in die Walze reingehen. Schmeißen mal Rechtsklick, gell? Ja. Soll ich hier vorne mal ein bisschen das dicke Gestrüpp ein bisschen grün machen? Kriegen wir das Gestrüpp weg? Ja, damit man da sieht, wo die Bäume liegen. Ich sehe das super. Naja, von da oben. Von unten siehst du das gar nicht. Ich versuche die anderen Bäume mal eben zu. Ja, da müssen irgendwas haben. Sven, warte mal eben kurz mit dem Reinfahren. Ich versuche hier mal eben kurz die anderen Büschen. Sven, kannst du ein Stück zurückfahren? Wussten wir schon, was das... oh, Nico, ich habe genau die richtige Aufgabe für dich. Zum Sägewerk fahren im Fahrrad? Sascha, wir spielen schon zu lange zusammen. Willst du den Preis nochmal wissen? Ja, genau. 250. Ach, du weißt es schon, okay. Nee, ich weiß es noch. Okay. Ach, schade. Ich hätte Nico gerne zum Sägewerk fahren lassen. So.
Müssen wir die dann gleich nur noch ein bisschen wieder hoch. Ja, aber guck mal, wir brauchen ja jetzt auch hier jemanden, der mit dem anderen Anhänger wegfährt. Ich kaufe jetzt, wisst ihr was, wir machen das jetzt. Wir nehmen ja auch gleich Geld ein. Ich kaufe jetzt einen kleinen Traktor. Wir brauchen ja, aber das hilft ja nichts. So, kleiner Traktor ist nicht unter Großtraktoren, ne? Selten. Oh. Oh, Entschuldigung. So, was haben wir denn hier im Bereich der Sinnplatz? Wir hatten diesen Volvo ja für 88. Kann ich? 104. Ich habe hier irgendeinen Bug. 87 mit 135. Ein Steyr. Nico, was hättest du denn von einem Steyr? Möchtest du einen Steyr fahren? Oh jo. Mach ich. Bist du. Ich mach dir einen Frontladeranbau dran, falls wir dann nochmal irgendwas brauchen in die Richtung. So. Er steht jetzt am Shop. Da kannst du den vom Shop abholen, bitte. Also tappen kannst du nicht. Das geht nicht. Wir haben Tappen ausgeschaltet. Du musst wirklich zum Shop runterlaufen. Das wäre hier die Straße runter und dann die nächste rechts. Und dann kommst du direkt beim Shop aus. Gut. Und dann kannst du diesen Anhänger hier nehmen und zum Verkaufspunkt fahren. So, und dann gucken wir jetzt, dass wir als nächstes das Geld für das Sägewerk zusammenkriegen. Also die Papierfabrik, ja, ist schön, aber die würde ja wirklich nur Sinn ergeben, wenn man das Papier auch irgendwie gebrauchen kann. Ja, ja, oder wenn wir da schnell jetzt an Geld kommen damit, ne? Aber wenn wir das Sägewerk jetzt auch schon fast kaufen können, dann lass uns lieber aufs Sägewerk gehen. Sag mal so, da muss Chris ja auch nur zweimal seinen Trailer voll haben. Ja, aber die Bäume hüpfen hier nicht raus aus dem Wald. Ach so. Jetzt habe ich schon alle entastet, oder einige entastet. Ja, ich komme gleich rüber gefahren. Ja, für dich zum Weglegen brauche ich nur wirklich einen Vollernter. Ja. Aber es ist trotzdem sinnvoller, wenn wir das Sägewerk erst haben, ne? Dann kann Chris das direkt vollfahren. Und die bessere Wahl. Habe ich mal versucht, das Mikado größtmöglich zu entfernen. Allein, dass sie jetzt entastet sind, da sieht man sie etwas besser. Sven, mach das nicht. Hast du noch einen Tannenbaum für Weihnachten? Kannst du die irgendwo hinziehen, Sascha, und irgendwie... Ich kann sie nicht anhängen. Okay. Wo muss die Fuhre hin? Ja, das ist üblich. Das einfach mal in das Escape-Menü, dann guckst du auf diese Balkendiagramme. Dann musst du zum Häcksel, Hackschnitzel runterscrollen. Hackschnitzel. Mit R. 444 Hotel. 401 ja. Feuerwehr. Einmal R drücken und dann genau, muss halt, und dann B. Muss halt gucken, wo die, R? Nee, nicht du. Also. Wo stehst du denn mit deinem LKW? Na, zieh die irgendwo hier längs der Straße lang. Guck mal eben, Nico, wo das Hotel ist. Ach so, guck mal, Hotel ist direkt hier, nicht weit. Hier irgendwo her? Ist auch wahrscheinlich in der Nähe. Komm mal zur Feuerwehr, das ist da hier direkt um die Ecke. Machst einfach die Markierung an, dann fährst du los. Jo. Gerade. Da, wo das blinkt, richtig? Dann. Ja, genau. Strecken hier auf der Silver, das ist ja eine Einfachkarte, die ist ja nicht so. Ah, einfach irgendwo ablegen, ja.
Wo fährst du, Nico, wo fährst du damit hin? Feuerwehr. Zur Feuerwehr. Ah. Bringt die mehr Geld. Ja. Schön, haben wir gerade besprochen. Ja, ich war hier konzentriert. Voll konzentriert. Wo ich hier die Baumstämme vernünftig hinlegen kann. Versuch die von hinten vielleicht hier alle parallel herziehen und gleich lang. Dann können wir die. Das versuche ich jetzt. Wenn? Ja. Wieso kannst du den tragen? So, das sind bloß so kleine Stücke. Der ist ja riesig. Vielleicht ist er dünn. Ja, der ist wirklich dünn. Aber das hilft. So richtig im Schredder ist er immer noch nicht, ne? Keine Ahnung, ich sehe das von da unten an. Oh, ich muss den Schredder sowieso abschalten. Das Problem ist genau das hier. Da müssen wir immer auf Nico warten. Dann können wir den wieder voll pusten. Aber liebe Zuschauer, das soll es für euch gewesen sein. Wir haben jetzt einen neuen Traktor, wir haben einen neuen Helfer, einen neuen alten Helfer auf dem Hof und wir arbeiten jetzt Richtung. Ich weiß nicht, wir machen gleich noch eine Abstimmung, ob wir Richtung Sägewerk und Vollernte arbeiten. Gucken wir mal. Das seht ihr dann beim nächsten Mal. Dann sind wir auch wieder am Morgen, behaupte ich. Und dann gucken wir mal. Vielleicht ist es sogar ein Vollernte im Shop. Dann macht es uns die Entscheidung vielleicht leichter. Wer weiß das schon. Ne? Bis dahin. Euch wirklich schöne Festtage. Genießt jetzt die nächsten Tage. Hoffentlich mit der Familie. Und ja, wenn ihr gerade einsam seid und sagt, ich habe aber nichts zu tun, dann guckt gerne bei Twitch vorbei, da sind wir auch immer wieder. Da läuft ja noch das Automatisierungsprojekt. Und mehr gibt es gar nicht zu sagen für den heutigen Tag. Ich hoffe, ihr kriegt schöne Geschenke und freut euch darüber. Aber ich glaube, das Wichtigere ist die Gemeinsamkeit mit Familie und Freunden. Ne? Dann sagen wir Tschüss. Tschüss, schöne Feiertage. Tschüss. Ade. Alles Gute, bye bye und ade.